Ja, Leute, heute wieder ein Video vom E46 330 XI. Ja, es sind ein paar Sachen gemacht worden. Das Auto, ja, das Projekt geht jetzt schon anderthalb Jahre. Es sind auch noch ein paar Sachen zu machen und unter anderem Wassereinbruch durch Schiebedach, das ich mir gerade angeguckt habe, und Verteilergetriebeproblematik, die wir fast behoben haben, aber noch nicht ganz. Darauf möchte ich in diesem Video eingehen. So. Ja, fangen wir mal außen an. Was ist außen passiert? Neue Kennzeichenhalter, also M-Power. Die Dinger waren noch nicht allzu teuer. Ich glaube, eins hat 10 Euro gekostet. Das Problem war vorher halt, dass da solche Halteklipse dran waren. Dadurch sind die, ist das Ding hier fast abgesegelt. Einmal ist es auch in der Waschbox schon mal abgefallen. Deswegen habe ich mich entschieden, jetzt fest daran zu machen. Und die gefallen mir auch super. Für das Geld vor allem. Dann Nebelscheinwerfer sind neu gekommen. Blinker sind neu gekommen. Xenon funktioniert nach wie vor auch mit Höhenstandsanzeiger oder Höhenstandssensor. Ja, die Räder sind jetzt ein bisschen dreckig. Ja, das Auto hat nach wie vor so ein paar Dellen. Das ist aber der letzte Schritt, nachdem dann technisch alles gemacht wurde, würde ich dann nochmal an die Dellen gehen und das Auto nochmal an ein paar Teilen lackieren lassen. Rost sieht man hier auch noch ein paar kleine Stellen hier. Das ist dann alles Sachen, die dann noch gemacht werden am Ende. So, hinten habe ich auch einen neuen Kennzeichenhalter befestigt und diese Innenlampen sind ja sowieso neu gekommen, schon beim letzten Mal. Was mir jetzt allerdings aufgefallen ist, ist, dass die großen Lampen, die großen Rücklichter hatte ich ja drin gelassen, dass die doch so einen kleinen Grauschleier haben, wenn man das mal mit dem vergleicht. Die habe ich sowieso noch neu da, also werden die auch gewechselt, damit es hier ein perfektes Endergebnis gibt. Sieht kein Mensch, aber ich sehe es und das stört mich. Und deswegen werden die Dinger auf beiden Seiten erneuert. Dieses komische Pro-Car hier kommt auch noch weg. Das muss ich mit einem Heißluftföhn wahrscheinlich machen. Ja, und sonst kann sich das Heck eigentlich sehen lassen. Hier muss diese Leiste noch erneuert werden, weil die vom Vor-Facelift ist. Und die Blende für 60 Euro, da muss nochmal eine neue Blende ran, weil die hat hier so ein paar, ja, wie soll ich sagen, so ein paar Beschädigungen, weil der Vorbesitzer wahrscheinlich mal an Bordstein damit ran geraspelt ist beim Rückwärtsfahren. Und das kriegt man nicht mehr so richtig hin. Deswegen wird die abgeschlagen und eine neue raufgesetzt. So. Was gibt es noch so zur Optik zu sagen von außen? Neue Abdeckung Harman Kardon für 25 Euro, weil die alte, da war das dieses Harman Kardon Ding hier weg. Kann man nur im Ganzen kaufen. Neue Blinker hat er, also neue Seitenblinker, die kosten ja auch nicht die Welt. Und sonst, ja, ganz wichtig, und sonst habe ich den Innenraum verschönert. Wie versprochen ist der Innenraum jetzt mit Individualholzleisten Birke hell, ja, so heißt das. Und mir gefällt es hervorragend. Vorher war ja dieses Carbon Black Cube mit diesem Carbonmuster, aber stumpf, also kein Hochglanzcarbon, sondern stumpfes Carbonmuster. Die hatte ich aufbereitet und die sahen auch aus wie neu wieder, aber trotzdem hat der Look mir jetzt nach einiger Zeit nicht mehr so richtig gefallen. Und ich habe ja auch noch die Carbon-Silberleisten. Ja, hier wird man auch mal begrüßt mit einem Begrüßungsbild. Genau, und ganz wichtig, der Original BMW Innenraumduftversprüher für 16 Euro. Ja, und so sieht das jetzt aus hier mit diesen Innenraumleisten. Und ich muss sagen, es gefällt mir jetzt erstmal extrem gut. Hinten natürlich auch. Ja, die M-Kopfstützen. Wunderbar. Und so werde ich es erstmal auch lassen. So, genau. Und dann, was mir auch aufgefallen ist, ich bin gestern in der Waschbox gewesen und habe heute das Auto natürlich ein bisschen sauber gemacht für das Video. Und da kann man es noch sehen. Irgendwie ist der Fußraum nass. Ja, das hatte ich noch gar nicht. Entweder ich habe das Wasser reingetragen gestern durch das Kärchern. Ja, der ist extrem dreckig jetzt. Sorry dafür. Und wir haben auch Winter. Und ich mache das Schiebedach mal auf. Na, wo ist... Na, dann muss ich mal Schlüssel drehen. Zack. So, und dann gehen wir mal außen gucken. Knack. So. Das Schiebedach. Das hat rechts und links einen Ablauf. Das kann man jetzt hier nicht ganz sehen. Also da befindet sich ein Ablauf und auf der gegenüberliegenden Seite. Ich habe die auch schon mit so einem Plastikstück, was man dann so einführen kann, ja, gereinigt und habe da auch schon mit der Gießkanne drauf gegossen.
die beiden Abläufe funktionieren. Das Wasser kommt dann jeweils hier unten so rausgetropft. Da ist dann, hier hinter ist so ein Gummischlauch, der führt nach unten und dann tropft das Wasser raus. Aber so nochmal als Frage an die Community, was könnte es sein? Ist es so, dass die Dinger auch nur halb verstopft sein können und dass man das gar nicht merkt? Oder kann es noch was anderes sein? Kann hier noch irgendwie eine Dichtung undicht sein von innen oder weiß der Fuchs was? Oder dass das dann hier so runterläuft? Aber hier ist alles trocken. Hier merkt man gar nichts. Es ist einfach so, dass die Fußmatte, ich habe jetzt ja reingelegt, von unten mehr nass war als von oben. Also es kann natürlich auch sein, dass ich da mit dem Kercher ein bisschen mehr drauf gehalten habe, als ich sollte. Was diese Abläufe halt ablaufen können, dass es zu viel Wasser war. Aber in Zukunft möchte ich das natürlich nicht mehr haben. So, die Sitze sind immer noch, so das zum Thema Schiebedach, die Sitze sind nach wie vor die Leder-Montana-Sitze. Hier sollen ja auch im Laufe der Zeit, also wenn alle technischen Maßnahmen abgeschlossen sind, die Nappa-Ledersitze rein. Hinten haben wir ja schon diese Nappa-Leder-Rückbank. So sieht es dann aus, also fühlt sich auch viel besser an. Das sind dann die Kopfstützen vom M3 hier, die werde ich lassen. Und ja, die Sitze müssen da noch raus. Ich habe genau die identischen Sitze in Vollnappa, auch mit dieser Lord-Osen-Verstellung und Memory und so weiter und so fort. Habe ich schon vor anderthalb Jahren gekauft und seitdem liegen sie im Keller. So, genau. Und Mittelkonsole, Mittelarmlehne habe ich auch in Nappa, da müsste ich auch mal einbauen. Und ganz wichtig, was wir an dem Auto noch gemacht haben, ist das Verteilergetriebe. Kann ich jetzt leider nicht zeigen. Das Verteilergetriebe, das jetzt hier unten drunter sitzt, ungefähr auf dieser Höhe. Dazu spiele ich mal ein kleines Video ein gleich. Und zwar ist das Problem, dass das Verteilergetriebe bei diesem Auto hatte ja extrem starkes Spiel. Oder ich sag mal, es hatte 2 mm bis 1 mm Spiel. Und ja, der Bildschirm wurde auch erneuert hier. Also das Verteilergetriebe hatte 2 mm Spiel. Dadurch hatte das Auto bei ab 100 km/h eine relativ starke Vibration. Also man konnte kaum damit fahren, weil es einfach so stark vibriert hat. Und dann habe ich mir ein neues geholt, ein gebrauchtes und eine gebrauchte Kardanwelle. Wir haben das eingebaute Verteilergetriebe, das gebrauchte, aber die alte Kardanwelle und die neue Kardanwelle. So. Dann ist es fast, jetzt ist es fast weg. Dann dachten wir, es liegt vielleicht am Mittellager der Kardanwelle. Haben wir auch nochmal ausgetauscht. Ist aber immer so geblieben. Also als Lesson learned, ja, was man so mitnehmen kann als XI-Fahrer. Die meisten wissen das ja nicht, weil es keine Erfahrungswerte gibt. Und im Internet gibt es einfach nichts dazu. Sobald das Verteilergetriebe auch unter 1 mm Spiel hat, dazu jetzt das Video. Sobald es unter 1 mm Spiel hat, ist es so, dass das Auto vibriert, dass das Auto Probleme hat beim Fahren, dass der Schaltknüppel hier so ein bisschen vibriert beim Beschleunigen ab über 2000 Umdrehungen und dass es einfach eine Farce ist. Ja, also man kann die Dinger auch nicht gebraucht kaufen, man muss die wirklich revidieren, kostet 1300 Euro bei einem Spezialbetrieb. Wir machen das jetzt in Eigenregie, wir haben alles da in der Werkstatt, 5 Tonnen Presse sogar, Abzieher und so weiter und so fort. Ein Kumpel von mir hat da Zugriff, diese Teile zu kriegen über seine Firma. Also die gibt es nicht auf dem offenen Markt, diese Teile zum Wechseln, diese Kugellager. Und es kostet 180 Euro, die Teile, aber revidieren lassen kostet 1300. Und wir werden mal schauen, ob wir das so hinkriegen, dass hier der Schaltknüppel nicht mehr vibriert, dieses Lenkrad hier nicht mehr so Vibration. Also das vibriert nicht so wie beim Bremsen, wenn man eine verzogene Bremsscheibe hat, sondern das ist eher so ein unterschwelliges Vibrieren, das einen so die Hand einschläft, ja, also so ein leichtes Schütteln, dass das so ein Kribbeln in der Hand gibt. Ganz verrückt. Und ja, das werden wir jetzt noch angehen und dann sind wir hoffentlich dann mal technisch durch. Also das Projekt geht ja jetzt wirklich schon seit anderthalb bis 2 Jahren. Es ist wirklich sehr viel Geld ins Auto reingegangen, sehr, sehr viel Geld. Aber er fährt sich wirklich Bombe. Wir haben die komplette Vorderachse erneuert, komplette Hinterachse erneuert. Was jetzt letzte Woche gemacht wurde, ist, jetzt möchte ich mich nochmal reinsetzen, die Halterung vom Schaltgestänge, also alle Buchsen, alle Lager vom Schaltgestänge wurden erneuert, deswegen fährt sich wie ein M2. Als wenn ich einen neuen M2 aus der Garage fahre, beim Autohaus oder aus dem Autohaus-Showroom,
Das ist eine bombige Schaltung, Leute. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich habe noch nie einen E46 gefahren mit so einer knackigen Schaltung. Also dafür musste der Motor angekippt werden, das Getriebe abgesenkt werden, die Kardanwelle raus, Verteilergetriebe raus. War ein riesen Arbeitsaufwand, das zu machen. Deswegen macht das auch kein Mensch. Aber das lohnt sich echt. Das Auto fährt sich wie ein Neuwagen. Ich hätte nie gedacht, dass ich in einem E46 so fahren kann. Er hat eine neue Kupplung bekommen. Ja, gesagt, neues Mittellager, neue Hardyscheibe, bla 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 und so weiter. Also an dem Auto wurde fast alles neu gemacht. Außer jetzt noch das Verteilergetriebe. Ich mache mal das Schiebedach wieder zu. Ja, es ist noch so ein Ding, dass das immer so knackt irgendwie. So, und dann muss ich hier gedrückt halten, dass es richtig zugeht. Da hier diese Pappe, die muss ich auch nochmal hier richtig befestigen. Den Halter habe ich aber schon da, weil man kann das hier so anheben. Naja, alles nochmal Kleinigkeiten, aber sonst sind gar keine Kleinigkeiten mehr. Das sind die letzten. Ja, ein Wahnsinn. Allrad und E46. Ich habe auch schon mit Leuten in Foren gesprochen, die dasselbe Problem haben. Die sind bis jetzt noch keiner gelöst bekommen. Aber ich werde der Erste sein, denke ich, der das löst. Weil so nah dran, wie wir jetzt sind oder wie ich das jetzt bin, war noch keiner an der Lösung dieses Vibrationsproblems beim XI. So, was gibt es noch? Ja, das soll es eigentlich gewesen sein. Der Motor läuft absolut Bombe. Ich kann das ja mal demonstrieren. Die Warnows wurden überholt. Am Motor wurde auch einiges gemacht. So, Gang ist raus. So, 233.000, aber eigentlich technisch neu, das Auto. So, springt sofort an. Hier der Anlasser dreht nicht großartig. Der ist jetzt ein bisschen lauter, weil der Auspuff auch ein bisschen lauter ist. Ja, ein Gedicht. Der Motor läuft auch besser als der Motor von meinem E46 Clubsport. Und da werde ich das auch noch machen lassen, also Warnows überholen lassen und noch ein paar andere Kleinigkeiten am Motor machen lassen, dass der wirklich wieder läuft wie ein neuer rein Sechszylinder 3 Liter damals, wie er vom Band gelaufen ist. Schaltung gibt es ja beim Clubsport nicht zu machen, aber bei meinem neuen 530i werden wir das auch machen. Aber dazu wird es ein gesondertes Video geben. Und dann gönnt euch nochmal den Blick hier auf diese wunderbaren Interieurleisten. Ich weiß genau, die Hälfte der Leute wird es gut finden, die andere Hälfte wird es schrecklich finden. Die werden sagen, öh, Holz, bla bla blub. Aber mir gefällt es, ich stehe einfach auf Individualholz. Nicht auf jedes, aber auf dieses. So Leute, wenn ihr Tipps nochmal habt zu dem Schiebedach hier oben, woran es liegen könnte. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir ein Like oder abonniert diesen Channel. Ich freue mich über jedes Abo. Von mir gibt es auch regelmäßig Community-Updates, also dass ich irgendwelche Fotos oder sonst Abstimmungen poste. Ja, ich weiß ja noch, bei dem Auto habe ich gepostet, wollt ihr Unterhaltskosten C63 AMG sehen? Oder wollt ihr wissen, was mich dieses Projekt gekostet hat? Es ist weit über 10.000 Euro, weil ihr habt abgestimmt mit einer Mehrheit, glaube ich, von 90 zu 10%. Ihr wollt dieses Projekt weitersehen. C63 AMG interessiert euch nicht. Hätte ich nie gedacht. Okay, also weiter gibt's Videos weiter von diesem Auto. Auch zu den Kosten. Das wird ein richtig fettes, großes Video. Ich habe die Kosten alle einzeln im Kopf. Und das ist eine unschöne Geschichte. Okay, alles klar. Bis dann.